Willkommen bei Expertenberaten. Heute wollen wir uns von der Firma TZS First Austria diesen Radiobäcker namens FA2421-9 ansehen. Er kam direkt einen Tag, nachdem ich ihn bestellt hatte, schon bei mir an. Die Umverpackung war ein brauner, neutraler Karton, der noch nicht viel über den Inhalt verraten hat. Falls Sie ihn also als Überraschungsgeschenk direkt verschicken wollen, geht das sehr gut. In der Verpackung war etwas Pappfüllmaterial, ansonsten war der Radiowecker so verpackt, wie Sie ihn jetzt sehen. Schauen wir uns die Verpackung mal näher an. Hier vorne ist eine Abbildung des Radioweckers und hier stehen die Highlights als Icons. Er hat FM-Empfang, ein PLL-Tuner, der automatisch die Kanäle sucht. Er hat einen Kalender. Und er hat zwei Wegzeiten, die man einstellen kann. Eine Snooze-Funktion, das Display ist 1,8 Zoll groß. Er hat ein Backup, eine Notversorgung mit Batterie. Und einen Quarzstabilisator, der dafür sorgt, dass die Uhrzeit immer genau ist. Und die Projektion der Uhrzeit hat er auch, wenn man das hier oben auf dem Bild sieht. Und man kann sie um 180 Grad flippen. Dann auf der Rückseite haben wir das gleiche nochmal. An den Seiten haben wir noch mehr Produkt-Highlights in 15 verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Englisch und Deutsch. Und da steht Projektor, Radiowecker, UKW, Senderwahl, PLL-Tuner, digital und automatisch, Quarzstabilisiert, 1,8 Zoll LED-Display, 180 Grad drehbare Projektionsuhr mit Schärfeeinstellung, ein Kalender, wie gesagt, zwei Weckalarme mit Wochenendeinstellung, Schlummerfunktion, 90 Minuten Einschlaftimer, Weckalarm mit Musik oder Summer, Helligkeitssteuerung, Netzbetrieb mit 230 Volt wieder betrieben, beziehungsweise 50 Hertz. Die maximale Leistung ist 5 Watt. Und 3 Watt beim Backup. Die Batterien sind nicht mitgeliefert. Das wollen wir ihn mal auspacken. So ist er verpackt. Dann haben wir einmal den Radiowecker in Knautschfolie verpackt. Hier haben wir die Garantie und die Bedienungsanleitung. Zur Garantie kann ich noch sagen, TZS First Austria gewährt seinen Kunden eine Garantie, die sich immer nach dem Käuferland richtet. Das heißt, in unserem Fall sind das 2 Jahre. Es geht nach der Gewährleistungszeit. Die Bedienungsanleitung ist in 14 Sprachen, nicht 15. Und unter anderem auch in Deutsch. Da kommen wir dann zu, wenn wir das mal ausprobieren. Jetzt befreien wir ihn mal aus seiner Verpackung. So sieht das Teil aus. Schauen wir uns das mal näher an. Hier vorne haben wir das Display in schön Glas in Schwarz mit hinterlegt. Hier vorne haben wir das Logo relativ präsent in Weiß aufgedruckt. Das ist echt auffällig. Bin jetzt ein bisschen zu auffällig, aber das ist Geschmackssache. Hier unten haben wir einmal eine Belüftungseinheit und das Fach, um die Knopfbatterie einzusetzen, die er braucht, um im Backup betrieben zu werden. Und zwar braucht er da eine CR2032 Knopfbatterie. Das ist die Unterseite. Schauen wir uns die Oberseite an. Hier haben wir die Projektion mit einem Rädchen, mit dem Sie die Schärfe einstellen können. An der Hinterseite des Geräts haben wir noch weitere Knöpfe. Da haben wir einmal den On-Off-Knopf für die Projektion. Dann haben wir die 180-Flip-Projektion, das heißt, damit können Sie die umdrehen. Auf der anderen Seite haben wir die Uhr einstellbar und da kann man dann die Alarm,
Zeit für die zweite und Alarmzeit für die erste Weckuhrzeit einstellen. Hier oben haben wir weitere Bedienelemente. Hier haben wir einmal die Aus- und Ein-Taste. Dann haben wir hier die Memory-Taste, mit der Sie Kanäle speichern können und das Display aus- und einstellen können, anstellen können. Das heißt, wenn Sie die Uhrzeit nicht sehen wollen, dann schalten Sie es einfach aus. Hier, das ist die DST und gleichzeitig die Zurück-Taste. Da kommen wir nachher nochmal zu. In der Mitte haben wir sehr groß und schön weit weg vom Ausschalter den Snooze-Button, mit dem man sich nochmal umdrehen kann, also Schlummerfunktion. Hier haben wir Vorwärts und da kann man Jahr, Monat und Tag einstellen. Hier haben wir die Taste für das Display, um das Display umzustellen. Man kann es entweder auf Uhrzeit haben oder auf Datum. Oder man kann auch das im Wechseln anzeigen lassen. Und das ist auch gleichzeitig die Lautstärke Plus-Taste. Und hier ist die Lautstärke Minus-Taste, die anscheinend keine weiteren Funktionen hat. Das schauen wir uns dann aber auch nochmal an. Das Ganze ist auf der Rückseite hier mit dem Lautsprecher versehen und mit 4 Kreuzschrauben verschraubt. Hier unten bei dem Batteriefach haben Sie auch eine kleine Kreuzschraube, die Sie aufschrauben müssen, um an das Fach zu gelangen. Ebenfalls an der Rückseite haben wir einmal die Wurfantenne und das Stromkabel, das wir alles gleich nochmal ausmessen werden. So, das Stromkabel hat eine Länge von 1 Meter. Knapp 1,50 Meter. Und die Antenne, die Wurfantenne, hat eine Länge von 1,15 Meter. Dann schauen wir uns das Kabel selbst noch an. Es hat eine Breite von 18 cm, eine Höhe von 10 cm und eine Tiefe von 8 cm. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie der Radiowecker einzustellen ist und funktioniert. Bis gleich bei Expertenberatung.